Hey meine Rambas, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay und von einem Panzer, den ich noch nie auf diesem Kanal gehabt habe, dem T95E5. Das ist dieser schöne Panzer hier. Ja, auch mir ist es immer wichtig, euch nochmal Panzer zu zeigen, die ihr so noch nicht gesehen habt. Hier in dem Fall handelt es sich um einen Belohnungspanzer der Stufe 10, eingeschickt von Shockscoid. Vielen Dank an dieser Stelle. Ausnahmsweise mal kein Panzer ist, obwohl die Runde aber trotzdem sehr, sehr gut ist. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber ihr wisst meistens sonst Panzer aus Videos. Hier in dem Fall mal keins. Aber der Damage geht trotzdem klar. Zeigt aber einfach wiederum nur, wie extrem das XP-Farmen auf diesem Panzer ist und wie viele gute Spieler diesen einfach besitzen. Er fährt jetzt hier erstmal in die Mitte. In seinem 10er hier Top-Tier, aber natürlich 10er ist immer Top-Tier. Ich meine aber, dass recht viel 8er hier am Start sind. Deine 120er mit Auto-Aim einen schönen 420er Hit gegeben. Da hinten hangelt sich jetzt noch ein T-54 Light entlang. Ah, schön. Nicht mal ganz eingeaimt, aber guter Hit trotzdem. So, jetzt hat er nachgeladen. Der T-54 fährt hinten runter. Auf den kommt er nicht mehr drauf. Vielleicht kommt der andere da nochmal hoch. Genau. Ja, noch ein Stück. Ne, genau so nicht. Oh, ah, nein, nein. Ah, schade. Weder ein Brand noch die Kette gezogen. Beides wäre jetzt ein netter Gewinn für ihn gewesen. Und hier jetzt auch noch der T-32. Auf den er gut kommt, aber hier ausnahmsweise ihn ziehen lässt. So, und jetzt auf den anderen, den hat er ja vorher schon mal schön behakt. Ja, der klappt und weg ist er. ...3:0 steht schon. Bis jetzt läuft sehr, sehr gut für sein Team. Und ja, nach links kann er auch stark wirken. Ich weiß aber nicht, warum er es nicht tut. Auf die Minimap geguckt. Nicht schlecht. Ah. Scheiß auf Minimap. Mach lieber das dann links neben dir. Oh, wer kommt denn da hoch? Der E50, der rommelt da hoch. Sieht ihn einfach mal nicht. Interessiert ihn gar nicht, was da so vor ihm ist. Das ist ja mal ein Dreister. Okay, jetzt wollen die... Oh, der schöne Hit. Und dann auch noch angezündet direkt. Ja, Heide Witzka. So, jetzt fahrt er auch links rum, dass er auf den drauf kommt. So. Was ist da jetzt? Kriegt er den jetzt, den Hit? Ja, auch da nochmal schön ins Heck. So, und jetzt geht's wieder hoch auf den Berg. Lauf auf den Berg. So, und hier den 120er, auch nochmal schön, Auto-M, schön drauf. Ja, der macht es hier sehr, sehr gut, sehr clever. Nochmal Auto-Aim. Ja, und nochmal schöner Hit. So, was ist da unten mit dem T-32? Also jetzt wird es ja langsam ein Moorhuhn-Spiel. Und jetzt geht er auf den 120er erstmal. Den T-32 hätte er sogar direkt wegmachen können. Ich finde es fantastisch. 4.500 Schaden und noch kein Kill. Den hätte er nicht mehr bekommen. Ne, diesmal trifft er ausnahmsweise mal nicht. Und jetzt runter geht's. Und rüber. Ja,
Jetzt jagt er den 120er, R100 hat er da auch noch, IS-7. Also ein bisschen was an Schaden kann er noch machen. Vielleicht kriegt er ja auch nochmal einen Kill. So, da kommt er jetzt schön auf den R100 drauf. Gibt einen kleinen Gruß aus der Küche. R100 dreht sich jetzt zu ihm rum und jetzt wollte er gerade noch den 120er wegmachen. Aber 120er ist schon weg. Das heißt, doch wieder auf den R100. Ja, genau. So klappt's auch. Und er hat auch immer noch seine ganzen HP. Das finde ich ja immer noch fantastisch. Also ich muss sagen, so vom Anschauen gefällt mir der Panzer echt gut. Also, da kann man wohl echt was anfangen mit dem. Wahnsinn. 5300 Schaden, immer noch kein Kill. Und das sieht man halt auch natürlich bei den XP, die er am Ende der Runde bekommt. Dass so XP oder so Killshots natürlich sehr wichtig auch sind. So, vorne drauf. Genau. Da klappt es auch mit dem Damage-Nachbarn. So, jetzt fährt der R100 eben hier vor die Linse. Jetzt hat der R100 aber nicht mal einen schönen landen können. Das Objekt, die Arti, hat den R100 rausgenommen. Ist ja natürlich ein schönes, dankbares Ziel. Und er wiederum kann sich jetzt hoffentlich die Arti sichern. Er ist auch noch der Schnellste, das heißt, er dürfte als Erster dann dorten sein. Ja, von der Geschwindigkeit sieht man, ist jetzt nicht der schnellste Panzer im Spiel, aber man hat schon eine Geschwindigkeit dabei. So, und jetzt hat die Arti geschossen, er hat den Nachschuss und macht die Arti mit dem ersten Schuss weg. Sein zweiter Kill und 6291 Schaden gemacht. Ja, vielen Dank für die Einsendung von diesem besonderen Panzer. Ich hoffe, euch hat es auch mal interessiert, den live zu sehen. Und wenn es dem so ist, dann einfach einen Daumen vergeben, nach oben am besten. Ansonsten freue ich mich, euch nächstes Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Euer Alcaramba.